Ich bin Elias Schlichting, der Weinscout von Lobenbergs Gute Weine. Und ich möchte heute ein bisschen mit euch über die Region Bordeaux sprechen. Und nicht über die großen Namen, nicht über die Grand Crus, die man vielleicht mit der Region vor allem verbindet. Aber tatsächlich macht das nur einen ganz, ganz kleinen Teil aus, dieses spannenden Anbaugebiets. Und gerade im günstigeren Preisbereich unter 30 Euro haben wir da auch unglaublich gute Weine. Eine Vielzahl von grandiosen Weinen, die man vielleicht nirgendwo auf der Welt in dieser Menge findet. Ich habe euch hier zwei ausgesucht, die uns besonders gut gefallen, die zu den Lieblingen in unserem Sortiment gehören, für uns selbst. Einmal ein Weißwein aus der Region Graf, Le Blanc von Château Léognan. Der Wein ist zusammengesetzt aus Sauvignon Blanc, Sémillon und Muscadelle. Das sind die drei typischen Weißweinrebsorten im Bordelais. Es kommt aus der Region Graf. Es ist mit Pessac Léognan, was in Graf liegt, zusammen die Weißweinhochburg des linken Ufers in Bordeaux. Und in Bordeaux, der Sauvignon Blanc wird ein bisschen anders, als man es vielleicht gewohnt ist aus Deutschland oder von der Loire oder von Neuseeland, wo ein sehr fruchtiger Stil gepflegt wird. In Bordeaux ist das anders. Hier haben wir vollere Weine, kräftigere Weine, die werden im Holz ausgebaut. Sie bekommen ein bisschen mehr Körper, sie bekommen ein bisschen mehr Luftkontakt, dadurch geht das Fruchtige etwas weg. Wenn man jetzt hier hineinriecht, haben wir ein bisschen eine gesetztere Frucht, was ich persönlich aber super schön finde. Das macht mir persönlich viel mehr Spaß als diese überfruchtigen Sauvignon Blancs. Ja, ein bisschen eine Zitrusfrucht, so ganz leichte Limette angedeutet, was Steiniges auch, ein bisschen Kalkstein in der Nase. Auch im Gaumen dasselbe Spiel, keine übertrieben laute Frucht, sondern wunderbar ausgewogen, sehr harmonisch, eine weiße Frucht, ein bisschen Zitruseinsprengseln dabei, Zitrone, etwas Limettenschale, schöne Kalksteinmineralität, tolle Säure, die das Ganze super frisch macht. Und genau dafür stehen diese Weine eigentlich. Sie sind einerseits voll und intensiv, andererseits sind sie super frisch, man kann sie angenehm trinken. Selbst als junge Weine sind auch unglaublich lagerfähig und das ist einfach wirklich toll. Einzigartig, würde ich sagen. Solche Weißweine werden nirgendwo auf der Welt gemacht, Sauvignon Blanc im Holz. Es gibt es fast nur in Bordeaux und das ist wirklich grandios. Ebenfalls vom linken Ufer, wo für Bordeaux eigentlich natürlich steht, der Rotwein, Cabernet Sauvignon, ist hier die Leitrebsorte am linken Ufer. Das Médoc, ganz der Norden. Pessac Léognan Graf war hier eher ganz der Süden des linken Ufers. Und Stefan Dieff von Clos Manou ist wirklich ein grandioser Winzer. Er steht exemplarisch für die Region Médoc, er steht exemplarisch für die besten Cabernet Sauvignon, die man in diesem Preisbereich machen kann, mit Sicherheit. Auf jeden Fall ist das für mich so. Seine Weine sind eine unglaubliche Qualität für das Geld. Das bekommt man wahrscheinlich sonst nirgendwo auf der Welt außer in Bordeaux in dieser Qualität. Wir haben hier eine ganz typische Cabernet Sauvignon Nase. Wir haben viel Cassis, wir haben dunkle Frucht, dunkle Kirschen, Graphitunterlegung, auch wieder dieses steinig-mineralische, was wir im Graf ebenso haben. Und Veilchen, ein bisschen verspielt, gar nicht so fett und konzentriert, wie man das vielleicht früher mit Bordeaux verbunden hat. Wir gehen hier im Bordeaux auch in den moderneren Bordeaux wieder ein bisschen weg von diesem zu überkonzentrierten, sind auch wieder mehr in der Eleganz und dieser Wein hier ist ein wunderschönes Beispiel dafür. Ja, am Gaumen zeigt er sich genauso schön wie in der Nase. Wunderbar fein, ausgewogen. Tolle Säure, die das Ganze auch wieder ein bisschen frischer und beschwingter macht. Wir haben hier überhaupt keinen schweren Rotwein. Es ist eigentlich kein üppiger Bordeaux, wie man vielleicht oft das mit der Region verbindet, sondern es ist ein feiner Wein. Es ist sehr elegant. Es zieht sich fein hinten raus, wieder dunkle Früchte, Cassis, schwarze Kirsche. Kleines bisschen so eine steinige mineralische Anmutung, kräftiges Tannin natürlich, was auf die lange Lagerfähigkeit dieser Weine auch hindeutet. Weil obwohl wir hier im günstigen Preisbereich unterwegs sind, diese Weine halten auch locker 15, 20 Jahre im Keller, das ist gar kein Problem. Und das ist wahrscheinlich auch einzigartig in Bordeaux, dass man in diesem Preisbereich Weine findet, die tatsächlich über Jahrzehnte altern können. Und Clos Manou ist ein Top-Beispiel dafür.